Willkommen zurück hier bei Let's Play Earthbound und wir befinden uns in der Bibliothek von UNET. Ich lerne für den Testbaum. Das Thema sind Spiele. Hotelregel. Schläfst du in einem Hotel, wachst du mit vollen HP und PP auf. Wiederbelebungsregel. Bist du wiederbelebt, erhältst du voller HP, aber null PP. Ich glaube, das kommt im Test vor. Okay. Schweigen ist Gold. Ja, dieses, wer hätte es gedacht, schon im ersten Teil, beziehungsweise im Teil vorher, als ich in die Bibliothek gekommen bin. Es ist im Prinzip das Tutorial-Zimmer, aber ich lese es euch einfach mal vor. Ich kann nicht glauben, ihn gesehen zu haben. Ich schaute aus dem Fenster und da war er und flatterte vorbei. Ich habe ihn bisher nur in Lexikas gesehen. Was war? Ein magischer Schmetterling. Wenn dich einen näherst, fliegen alle deine Sorgen davon. Wie ein flatternder Schmetterling. Yep. Was macht der magische Schmetterling? Ich rede so gerne über ihn. Ups. Entschuldige meinen Ausbruch. Ich vergesse alles um mich herum bei diesem Thema. Okay. Ich untersuche den Riesenfuß. Er liegt nordwestlich von UNET. Ich hörte, er besitzt große Kräfte. Ja, er ist ein Riesenfuß. Was erwartet man dann, ne? Verdammt. Ich muss mich nicht töten. Sprich mich an. Ich denke nach. Nein, ich bin hier unten. Komm nicht rein. Besonders nicht, wenn du eine Toilette suchst. Ja. Weiß nicht, ob das dann einfach nur heißt, dass die Entwickler zuvor waren, eine Toilette ins Spiel einzubauen, weil ich sie mir nicht ansehen darf, aber naja. Macht nichts. So, dann gehen wir mal zum Riesenfuß. Denn es hieß ja, dass wir da hingehen sollen, ne? Du bist kein Gegner, du bist so ein Typ. Komm, ich stehe vor unserem Versteck, Schmiere. Kannst du übernehmen? Ja, gerne. Ich mach nur Witze. Schmiere stehen ist mein Job. Ich habe von dir geträumt, du wirst mit einem Mädchen unterwegs sein. Wenn der Traum wahr wird, grüß dich von mir. Schließlich bin ich Single. Gib dir meinen Mr. Baseball-Kappe. Du weißt, du wolltest sie immer haben. Wie man wie dich ist sie geradezu perfekt. Komm mir helfen, Mr. Baseball-Kappe. Mr. Baseball-Kappe ist, glaube ich, hier. Ein Ausrüstungsgegenstand, der unsere Defensive doch deutlich erhöht, was ich gut finde. Komm ich so an dir vorbei? Okay. Du bist seit dem letzten Mal größer geworden. Du siehst langsam wie ein Mann aus. Du bist so cool. Ich glaube, ich mag dich. Naja, du weißt, wie ich das meine. Hoffentlich weiß ich, wie er das meint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die Krähe. Hey, Moment mal. Hat die Angst vor mir? Warte mal. Ich möchte euch was Bestimmtes zeigen. Dafür muss ich aber halt noch ein wenig leveln. Aber man sieht, der Schaden ist jetzt deutlich geringer. Und es ist auch gut so. Zwei Schläge, der Gegner wird besiegt. Drei Erfahrungspunkte, der Gegner unterlässt ein Geschenk. Das ist ein Keks! Ein Keks einer abscheulichen Krähe. Finde ich immer gut. Was mit dir? Ich bin kein Gegner. Ich bin nur ein einfacher herumwühlender Maulwurf. Hättest du gerne einen Hinweis über das Bekämpfen von Feinden? Ja, dann genau zu. Mein Tipp involviert, in welche Richtung du schaust, wenn du einen Gegner berührst. Wenn du Gegner von hinten oder von der Seite angreifen lässt, könnten sie zu einem zusätzlichen Eröffnungsangriff erhalten. Wenn sie dich so berühren, wird dein Fernseher. Nein. Ich meine, die Welt von dir einen roten Wirbel zeigen. Von hinten oder von der Seite berührst, hältst du einen zusätzlichen Eröffnungsangriff. Siehst der Pfeil damit dein Fernseher. Hübsch, schon wieder. Die Welt vor dir einen grünen Wirbel zeigt. Was ich sagen will, ist, kämpfe immer so, dass du einen Vorteil hast. Okay, Mr. Maulwurf. Ich werde sehen, was ich tun kann. Riesenfuß. Norden auf dem Gipfel des Berges. Gefahr. Betreten verboten. Das ist ein RPG, ich darf das. Und die Schlange will auch gehen. Hallo, Mr. Schlange. Schlange weiß nicht. Ich hau die Spurschlange mit einem rissigen Baseballschläger in den Kopf. Super. Ich meine nur, wer hat da wohl mehr Probleme dann? Ich oder die Schlange? Ich hätte ein großer Fußabdruck auf dem Berg hinter der Hütte. Ich habe ihn aber nie selbst gesehen. Es ist nur ein Gerücht. Diese Hütte wurde vom Rathaus versperrt. Also können wir nicht hinein. Der Grund dafür ist, weil dort ein Punk namens Frank dort gewütet haben soll. Sein Mist. Kann sich mal umziehen und Hotels sind teuer. Tür ist abgeschlossen. Da steht rau ab. Super. Hütte der Animateure. Okay, so eine kleine Pause musste sein und jetzt geht's auch schon weiter mit Let's Play Earthbound. Ich denke mal, ich muss hier lang, müsste richtig sein. Ja, gucken wir uns ein bisschen in der Stadt um. In OLEDs.
Spielhalle Wimmen ist von Hein. Ich kann doch nicht spielen. Mit wem sprichst du? Puff, ist das so? Ja, gut. Ich kann mit dir nichts machen, was soll's. Puff, komm, ich würde immer einmal rum. Nur mal sehen. Da findest du Hamburger. Komm, ich muss raus. Im Supermarkt. Mein Hund. Wuff, wuff. Ich bin Wurfini, der Hund. Ich bin vom Geist eines Entwicklers besessen. Wuff. Siehst du das Fenster mit dem HP und PP am Bildschirm? Wenn du im Laden Ausrüstung findest, wird dieses Fenster blinken, normal bleiben oder schwarz werden. Wenn du etwas ausrüsten kannst und es besser ist als deine alten Sachen, blinkt das Fenster. Ob es leichter oder schwächer ist, bleibt es normal. Du kannst es nicht ausrüsten, wird es schwarz. Wuff, ich denke, das solltest du wissen. Es ist Zeit, wieder ein normaler Hund zu werden. Hey, ich weiß, dein hart erarbeitetes Geld ist dir wichtig, aber du solltest deine Mutter anrufen. Sie ist sicher schon krank, vor Sorge um dich. Kommi, nimm den Hörer. Kostet mich einen Dollar. Hallo Mama. Bist du das, Kommi? Du bist früher, als ich dachte. Boah, es ist alles bestens. Euer Tracy arbeitet jetzt halbtags beim Cargo Express. Hey, du kannst gleich mit dir sprechen. Ruf mal an, wenn du Zeit hast. Du hast nicht viel Freizeit? Naja, hier ist Tracy. Hallo, hier ist der Cargo Express. Oh, bist du das, Kommi? Großer Bruder, ich bin's, Tracy. Ich arbeite halbtags für den Cargo Express. Was kann ich für dich tun? Nichts, bist du nichts. Ja, man kann zum Beispiel mit der Mutter reden, falls es Heimweh kriegt. Oder mit Kommi in unserem Fall. Mit Tracy, wie gesagt, das ist unser Lager. Und hier der Papa, ich habe 51 Euro auf dein Konto eingezahlt. Abzüglich dessen, was du ausgegeben hast, hast du jetzt 81 Euro auf der Bank. Nun, der Erfahrung fürs nächste Level kommen die 7. Wie auch immer, was möchtest du tun? Speichern. Fertig. Dein alter Vater wird sich auch gleich ins Bett verkriechen. Ich habe dein Abenteuer bis zu diesem Punkt gespeichert. Gute Nacht, schlaf gut. Weiter. Ja, da haben wir wieder dann ein bisschen Englisch. Aber auch nicht. Ich glaube, hier muss ich die Kreditkarte erstmal benutzen. Ja. Wir holen uns 81 Euro ab. Euro. Yeah. Kaufen, was kann ich Ihnen bringen? Booster, brauche ich nicht, danke. Hey, kommen Sie rein, was kann ich heute für Sie tun? Kaufen, kann ich Ihnen behilflich sein? Was Sie noch schwerer als 7 heißen. Ist zumindest besser. Jojo ist nochmal besser. Ein Billigarmband. Wow. Jetzt ist irgendwie ausrüsten. Nein. Gut, jetzt habe ich kein, naja, Geld mehr. Alter, wie viel kostet denn bitte schon ein Billigarmband? Supermarkt ist im Osten. Was ist gegenüber vom Westen? Ach, sag bloß. Ja, Blumengarten präsentiert die Blumen in deinem Herzen. Behandle beide gut. Ein Mädchen namens Suna lebt in Tucson. Ihre Mutter betreibt bei sich daheim eine Vorschule. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber ich hörte, Suna ist sehr besonders. Wie vergaß du Fragen? Naja. Willkommen in schönen Owlet, die Wildblume Eaglets. Idiot. Weil solche Sachen nur mal in dem Spiel existieren. Was haben wir denn noch mehr Gebäude? Einfach mal ein bisschen erforschen, wie gesagt. Ich kenne auch nicht alles. Wenn du Zeitung vergaust, hau ab, wir lesen keine Zeitung. Wir wollen auch keine Milch. Der Milch ist was für Loser. Oh, hier darf ich sogar rein. Das Rathaus ist im Osten, du weißt schon, wo die Sonne aufgeht. Und das soll ich in dem Spiel hier sehen, wo die Sonne aufgeht. Okay. Was haben wir denn hier? Gut, kann ich nicht prüfen, aber ich kann reingehen. Fertig. Ich komme aus der weit, weit entfernten Nachbarstadt. In der Stadt steht die, wie heißt sie gleich? Polarstern-Vorschule. Die Vorschule ist in Sunas Haus. Suna beherrscht, wie heißt es? Magie. Magie. Okay, gut, ich kann psychische Kräfte einsetzen, sie Magie, ja gut, warum nicht? Da unten ist das Krankenhaus. Hier ist niemand, sehr gut, sehr gut. Ich bin ein Fan von niemand. Was hast du mir zu sagen, alte Dame? Wenn einer deiner Freunde kommt, solltest du ins Krankenhaus gehen, im Krankenhaus besuchen. Frag einfach die Rezeptionistin, und will dich entlassen. Es ist schön daran zu denken, aber es ist auch okay, wenn du es vergisst. Toll.
alles in Ordnung. Ja, ja. Was ist das für eine Musik? Wenn du in Schwierigkeiten steckst, würdest du dann einen Tipp haben wollen? Ja. Hör doch einfach einen Tipp von ihm an. Okay. Okay. Jetzt warte mal kurz, Jungfreund. Ich kann dir einen genialen Tipp geben. Er kostet auch nur 35 Euro. Du willst doch einen Tipp, nicht wahr? Nein. Ja. Wir können zurückkommen, wenn wir einen Tipp brauchen. So viel dazu. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel Englisch finde. Entschuldigt die kleine Unterbrechung, Leute. Das ist typisch. Bist du Kommi? Mein Sohn sagt, er würde in einem Versteck gehen. Ich weiß aber nicht, was er meinte. Was ist mit dir denn? Herr Lear Exaggerator. Schatzsucher hat endlich etwas Interessantes gefunden. Ich hörte, er will es nur dir zeigen. Ah, es klingt doch, als sollte ich da hochgehen. Gut, gut. Die Stadt ist außer Kontrolle. Diese wilden Buben hängen hier rum und die Polizei verdächtigt alle. Ich werde wohl nach Tucson gehen, anstatt im Süden. Nicht gehen, sondern sogar ziehen. Okay. Das Tucson, das. Eine Menge. Das ist halt nur die ganze Stadt. Ich frage mich, ob Spades Earthbound Patch schon fertig ist. Ob die das wirklich gesagt hat im Englischen? Ich schätze mal nicht. Wer ist da? Es ist gruselig hier drin. Was? Warum antwortest du nicht? Ich ein schweigender Protagonist bin. Mein Gott. Das ist die Polizei. Okay, geh ich mal gucken. Ich wäre lieber Parkplatzpolizist. Alles ist so anstrengend geworden, ich hab's satt. Mann, ich koche. Rede bloß nicht mit mir. Die Einwohner sind verwirrt. In solchen Zeiten gibt es Aufstände oder Leute spielen verrückt. Das müssen wir Polizisten besonders aufpassen. Das ist ein Gefängnis. Hier habt ihr nichts zu tun. Psst, ich gehöre nicht wirklich zum Handel. Ich bin Polizist, auch wenn ich nichts aussehe. Hey, ich bin hier drin. Such dir eine eigene Mülltonne. Ha! Ich hab nur Spaß gemacht. Okay. Und hier ist gar nichts drin. Okay. Die Stadt ist ein seltsames Fleckchen Erde. Muss ich schon sagen. Ja, meine Bäckerei. Und dir? Ich hätte von einem Typen, der jedes Schild liest, das er findet. Dann sagt er, Chicaroni. Bist du das? Das ist mein. Straße nach Tucson. Wie gesperrt ist. Die Straße ist wieder gesperrt. Das ist unentwegt zum Ruhm. Warum ist die gesperrt? Die Straße nach Tucson ist zu. Du kannst dich auch nicht durch die Abschwung quetschen. Das ist berühmt für seine Straßensperren. Sprech mich nicht an, ich bin im Dienst. Bis ich Captain Strongs Erlaubnis habe, kann ich dich nicht durchlassen. Okay. Was zum Henker seid ihr? Willst du dich mit mir anlegen, oder was? Du begegnest dem Skatepark. Gut, der macht nur einen Schaden bei mir, das ist okay. Dann wird der Pogo fahren, oder? Punk wurde zahm. Aber der Pogo-Punk macht guten Schaden, wenn er will. Sehr gut. 27 Erfahrungspunkte. Level 4. Angriff um 1. Verteidigung 2. Tempo 2. Mutig 2. Glück um 1. Maximal 3. Wir erlangen Hypnose Alpha. Yeah. Gut zu wissen, dass da Punks sind. Dann sollte ich mich da wahrscheinlich gleich ein bisschen umsehen. Merkel-Krankenhaus, das beste Krankenhaus in der Welt. Euer Leben in unseren Händen. Oh gut. Die Klippe, von der man das Meer sehen kann, ist wunderschön. Sie liegt da drüben. Allein der Gedanke daran fesselt mich. Okay. Auch wenn du arm bist, ein zweites Haus kann sich bei uns jeder leisten. Aussichtspunkt, Einheim. Sieht aus wie toll, was du kannst kaufen. Nur 7.500 Euro. Das hat ein Meerblick und der Sonnenuntergang ist wunderschön.
dort wirklich ein eigenes Haus besitzen. Du willst es kaufen. Na, du hast keine 7500 Euro, das war reine Zeitverschwendung, mit dir zu reden. Du musst der glücklichste Mensch auf der Welt sein, dass ich meine Trompete an diesem schönen Ort spielen kann. Ich lasse meine Melodie über die ganze Stadt erschallen. Und damit verabschiede ich mich von euch, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Earthbound. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!